Ja. Das ist ja, ja leider noch nicht. So, der Willi aus Nürnberg. Hallo. Also aus der Kleinstadt neben Ansbach, der hat es jetzt auch mal zu mir geschafft. Genau. Deutlich, ne? Ja. Mhm. Und man kann es am Dialekt nicht überhören. Wo genau. Er kommt, ne? Mhm. Ein echter Nürnberger. Franke lässt grüßen. Ja, Nürnberg genau. Lässt grüßen. Also der eine Franke, wie heißt man? Ein Franken auf Pucke oder so ähnlich. Ne? Ja, ja. Ein bisschen Franken auf Pucke. Wirkt, die Franken kommen. Ich habe das schon mal gehört, da gibt es so eine Familie, die kommen auch mal hin. Ja? Wo? Wir sind auch auf Pucke stationiert. Diese schlimme Familie, ja, ja, wo der Vater immer säuft. Ja, ja, die genau. Familie. Prost. Ich dachte mal ein Bucke. Ich dachte mal ein Bucke. Erst mal ein Bucke? Ja, aber 30 Jahre zusammen. Und warum Bucke geht? Das war welcher der ganze Bangkok und das ganze Zeug, weil damals war es... Bangkok noch nicht offen, ja. Und ich habe alles schon gebucht gehabt und dann wollte ich mal umändern. Ja. Weil die von der Reisebüro, die hat dann von den Händen mit irgendwas geflackt, wenn ich alle fünf bin und komme, bitte buch meinen Flug um, bitte buch das um. Also okay. Das wäre dann, irgendwann habe ich gesagt, nee, das lassen wir das mal und da war ich noch nicht. Und außerdem YouTube kennt man natürlich auch. Und dann hast du den Thomas auch über YouTube genau, ja. Was gesehen, ja, ja. Ja. Und dann kam der aus dem Frankenland natürlich. Genau, ne? Frankel ist grüßen und dann passt es, ja. Ja, ja. Da kennst du uns ja bestimmt auch über YouTube, ne? Ja, ja. Ja, ne? Und der Willi, der hat schon mal in Thailand auch gearbeitet, ne? Also in jungen Jahren, der spricht da gutes Thai, besser wie ich. Ja. Habe ich schon gemerkt, ja. Weil er war da in einer Ecke, wo er das lernen musste. Da hat keiner Englisch gesprochen. Da blieb ihm das dann das übrig. Wenn du irgendwo bist und du bist nur mit Einheimischen, da kannst du nicht Englisch. Keiner kann Englisch und da musst du frei reden. Geil. Weil sonst kommst du nicht weiter. Ne? Da, super. Essen bestellen und egal was, ist auch ein technisches Leben. Und dann vor allem musst du die Leute vermitteln, dass du was arbeitest, auch dann nicht klar machen, was sie machen müssen. Ja? Ja, ja, ja. Und das ist auch teilweise schwierig gewesen. Wo warst du in Thailand? Bei Pathum Thani. Wo ist das denn? Das ist nördlich von Bangkok, wenn du von Bangkok nach Ayutthaya fährst. Ja. Also und da dazwischen drin. Ja. Also wo der alte Flughafen Dong Nguyen und ein bisschen weiter kommt der Rengsek und dann kommt Pathum Thani. Und dann geht es weiter und dann kannst du so rechts geht es in Richtung Korat und links geht Ayutthaya und dann kommt der Wahn und so. Ja. Was hast du da gemacht? Wie lange ist das her? Das ist noch nicht lang her. Was ist das? Das ist so 3 Jahre oder so. Was hast du da beruflich gemacht? So? Ich bin Elektroniker, war ein Freund von mir geholfen. Okay. Und das hat sich so ergeben, ich bin da gekommen. Ja, Mensch, bitte kannst du mir nicht irgendwie helfen? Und dann, ja, okay, ich mach halt. Und dann bin ich halt einmal wieder hängen geblieben, ein bisschen länger. Ne? Und dann habe ich ein paar Projekte gemacht und naja. Jetzt bist du in Ruhestand oder? Nee, Ruhestand. Freie Mitarbeiter. Freie Mitarbeiter. Ein paar Sammel, wo ich was machen kann. Ja, was kannst du auch von hier aus machen oder gehst du noch mehr nach Ruhestand? Wie alt bist du? 6 Jahre, du musst ein paar Jahre. Ja, weißt du, das ist das Problem ist halt einfach, das ist, wenn du jetzt halt arbeiten, also jetzt halt für die Rente, das reicht nicht. Das ist zum Leben zu wenig und zum Stand zu viel. Und ich habe zwar 27 Jahre Anwalt gehabt, ja, aber von der ganzen Rente und von dem ganzen Verlauf passt es halt noch nicht und dann muss ich halt jetzt mal weiterarbeiten. Das ist halt das Problem in Deutschland. Ja, das ist halt, da kannst du den Kopf da in den Arm reinkommen und dann... Ja, also es ist schon Wahnsinn in Deutschland, wenn der Probleme hat. Ne? Das ist also nicht so einfach, die Rente zu kriegen. Ne? Und er hat ja wirklich... Ne? Ich mein, du wirst dann erst einmal, die schicken dann von der Rentenversicherung erst einmal auf Reha und das alles, was da ist. Ja? Er will ein Bier. Alles volles Programm. Ne? Ich war da vor 2011 in Flachenpack auf dem Auto und ich war im Rollstuhl. Also ich hab da nicht mehr laufen können und so, das hat dann 3 Monate gedauert. Und da hat der Arzt dann irgendwann zu mir gesagt, wie ich dann wieder aus der Reha raus bin,
Ich hätte niemals gedacht, dass ich wieder so laufen kann. Aber mich hat es, mich hat ein Trieb getrieben, wieder nach Thailand zu kommen. Ja, mega. Super. Ja, und da immer gearbeitet. Und das ist halt immer einfach Ziel. Und für mich ist das auch so, später, wenn ich also in Rentenalter bin, dass ich hier bleibe. Bleibst hier, ja. Also gut, meine Mutter lebt noch, die ist 87 und so, ja. Und die, solange die noch lebt, ist man halt in Deutschland ein bisschen angekettet sozusagen. Und dann irgendwann, wenn das soweit ist und wenn das Geld alles mit der Rente passt, dann kann ich, bleibe ich hier. Also den Willi hat das Thailand-Virus gepackt, kann man ja, so sagen. Ja, also das ist ein Virus, ja. Ja. Ich weiß, das aber besser wie der Coronavirus. Ja, das kann man sagen. Ja, das war damals 1994. Das war dann so... wollte mal wohin fahren und ein früher Arbeitskollege von mir hat im Reisebüro dann gearbeitet und habe zu meiner Kollegin so gesagt, ja, hast du einen Urlaub für mich? Und, Dominikanische Republik und Thailand und ein paar Thailand mit dabei und habe ich gedacht, Thailand wird's mal, weil ein paar Jahre vorher bin ich über, nach Australien geflogen und das war dann über Bangkok, ja. Und ich habe das so gesehen, ich war zwar nicht außen, also ich war nur im Flughafen, ja. Da will ich mal wieder hin, ja. Und dann damals zu der, und da habe ich Bangkok gebucht, ja. Und das war damals zu der Zeit, waren das nur 2 Wochen ohne Visa. Ja. Und dann hat er dann, meine Kollegin hat dann damals Katja gebucht, und dann habe ich dann meine Ex-Frau kennengelernt und das eine Tochter habe ich noch dann. Und so bin ich in Thailand hängen geblieben. Ja, geil. Immer treu geblieben eigentlich. Ja, schön. Ja, da brauchen wir noch die. Die beiden, die wollen ja dann auch irgendwann mal sich hier zurücklassen. Aber bei uns dauert das noch 15 Jahre. Wir müssen noch 15 Jahre arbeiten. Das ist halt das Problem, ne? Das ist halt einfach, wie sagt man, es ist in Deutschland, wenn du bist und du hast gearbeitet, dein Leben lang gearbeitet, wirst du bestraft. Das Geld, du hast, ja, du hast wenig Geld, ja. In Deutschland, du musst Miete bezahlen, alles Mögliche und dann brauchst du was zu essen. Und hast eigentlich dein Leben auf Deutsch gesagt, dein Ding hingehalten, ja, dein Allerwertesten und kriegst nichts. Ja. Und dann musst du halt einfach irgendwie was machen, ne. Manche Jobs geht es, aber in manchen Jobs, ich habe viele Rentner aus dem Osten, die haben 800 Euro, 900 Euro Rente und das ganze Zeit gearbeitet. Ne? Ja. Das ist ja leider noch nicht anders. Hallo? Morgen? Das ist ja leider so. Naja, Personal ist schon. Hier, they want to order hier. So. Das ist halt das Problem, ne? Das ist, du wirst halt bestraft dafür. Ja. Gut, dann lassen wir das jetzt einmal so stehen. Ne? Und der Willi sagt nochmal einen schönen Gruß ins mittelfränkische Land. Ne? Also dann servus. Alle, die mich kennen, einen schönen Gruß und so und halt die Ohren steif. Genau. Ja. Und was sonst noch steif zu halten ist. Ne? Genau. Und denkt bitte dran, abonniert unseren Kanal, lasst ein Like da. Und drückt auf die Glocke. Ist doch ganz einfach, oder?